Take Nummer 3. Hello Friends und willkommen aus Helsinki von mir und meiner Mom. Achtung, das ist dein Moment, komm. Okay, komm. Hey. Kann ich mehr, ey. Ja, wir sind gerade in Helsinki für die nächsten paar Tage noch. Dann geht's weiter in den Schnee. Skifahren hoffentlich, wenn alles gut läuft. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem kleinen Vlog. Ich habe schon sehr lange nichts mehr gebloggt auf meiner letzten Reise. Ich wollte sie eigentlich mitnehmen, ich war ja solo traveln, aber es ist nicht ganz so viel bei rumgekommen. Ich werde euch trotzdem ein paar Clips zeigen, aber ich habe nicht so viel mitgefilmt, aber besser als nichts. Ich habe auf jeden Fall ganz cute Highlights auf Instagram. Für alle, die die Reise nicht mitbekommen haben, es war wunderschön. Und ja, jetzt bin ich hier, ein paar Tage später, und dachte mir aber, das will ich ein bisschen festhalten. Also enjoy und einen ganz wundervollen Tag. Position gefunden. Dem Streckenverlauf. Aber kein Sonnenschutz, ne? Nee.
Wow, und jetzt drehen. Nee, nein, trau mich nicht. Auch wieder spanisch typisch, also viele junge, hübsche Menschen unterwegs. Aber es ist echt krass hier. In einer Sache, die große Hypothese werden kann, dann gleicht sich das vielleicht ein Stück weit wieder auf. Ich kann man sagen, ja, wir waren im Wintergarten. Wow. Okay. Dann dachte ich mir, oh.
aktuell. Freunde, wir haben es geschafft. 3 Stunden Schlaf. But we made it. Unterkunft Nummer 2. Wir sind hier mitten im... Das sieht so gut aus. Mitten in der Natur. Und heute wird entspannt. Wir gehen jetzt eine Runde durch den Schnee spazieren. Und ab morgen geht's Skifahren. Yeah. How long this can take to end? When can I kiss you again? 'Cause baby, it feels like forever. Forever.
Mann in der Sonne. Ist so schön hier. Kann ich mehr. Wie findet ihr mein sexy Ski-Outfit? Oh, ich hab's so vermisst. Ihr glaubt's mir nicht. Das ist schon seit 3 Tagen hier. Wir haben gestern Nordlichter gesehen. Also ich habe sie ja letztes Jahr schon gesehen. Da war ich ja mit Superdry zusammen in Island. Und da hatten wir so Glück. Das war so ein magischer Moment. Und jetzt habe ich gestern mit meiner Mom die Nordlichter nochmal gesehen. Obwohl wir eigentlich, also ich war fest davon ausgegangen, wir sehen sie safe nicht. Weil es ist schon April und es ist eh voll spät. Und die Wahrscheinlichkeit war voll gering, aber wir hatten voll Glück. Und es war voll schön, weil meine Mom hat das erste Mal Nordlichter gesehen. Das war sehr süß. Ja. Und sonst, ich genieße die Zeit hier so dolle. Ich habe das Skifahren so vermisst. Das ist echt schön. Ich muss nächstes Jahr unbedingt Skifahren gehen. Obwohl ich eigentlich zugeben muss, ich hatte für Januar, Februar schon was anderes geplant. Aber ich bin überlegen, ob ich das quasi kürze bis Dezember. Und dann im Januar oder Februar Skifahren gehe. Aber ich hab's so vermisst. Ich habe erst auf den Skiern, als wir unterwegs waren, gemerkt, wie doll ich es vermisst habe. Ja. Deswegen, ich genieße jetzt noch sehr. Wir sind jetzt noch 4 Tage hier bis Dienstag. Und ja, bisschen was habe ich ja mitgefilmt. Ein kleiner Mini-Vlog. Aber ja, ich wollte es irgendwie wenigstens ein bisschen festhalten. Als kleinen Travel-Vlog. So besser als nichts. Und ich hoffe, ihr konntet es genießen und fandet es ganz cute. Das kleine Mini-Travel-Diary. Ich hoffe, ihr hattet einen ganz wundervollen Tag. Oder habt einen ganz wundervollen Tag. Ich wünsche es euch auf jeden Fall. Und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Sending sunshines. Bye. Baby, it feels like forever.